Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Overwatch Ranked mit mir, den Simon. In der letzten Folge haben wir Reaper gespielt und wir hatten eine richtig geile Runde mit Reaper. Ich bin jetzt ein bisschen hyped auf Reaper, weil ich noch nie wirklich so einen DD hatte, den ich wirklich gemocht habe. Aber jetzt mit dem neuen Passiv, wo man sich heilt, was auch da steht, verursacht Schaden, heilt dich um 20%. Hammer nice. Seitdem will ich den jetzt öfter spielen. Aber in der nächsten Runde werden wir, also in dieser Runde, die wir jetzt für die Folge aufnehmen, werden wir nicht normal Reaper spielen. Wir wollen jetzt auch nicht spammen, ne? Ist ein Unterschied zwischen dem will ich mehr spielen und ich spamme den jetzt nur noch. Ich würde sagen, wir sehen uns wie immer im Match. Bis gleich. Da sind wir wieder. Wir spielen Hanamura. Ja, Hanamura ist cool. Spiele ich Symmetra? Eigentlich ist gerade... Ist schon ein bisschen lustig, Symmetra auswählen. Weil ich habe nämlich gerade schon eine Folge aufnehmen wollen und das ist fail gegangen. Schreiben wir mal hi. Also war nicht so eine gute Folge. Eigentlich war die gar nicht so furchtbar, aber irgendwie war es ein bisschen blöd. Und das war King's Throne. Ich habe auch Symmetra gespielt. Hat nicht so wirklich funktioniert. Auf Hanamura, meiner offiziellen Lieblingsmap. Ist schon meine Lieblingsmap. Jetzt die Horizon-Map ist jetzt natürlich schon... Oh Gott, haben wir nur einen Healer. Also, Mercy wäre schon geil. Also, wir haben zu wenig Heal mit, Symmetra, mit Senyata. Senyata ist sogar Platinum gewesen. Oh, der Roadhog auch. Warum picken die alle Roadhog? Der ist doch übel genervt worden. Ich glaube nicht, dass der wirklich im Moment gut ist. Da ist nichts. Was? Hat Tobi mich gerade geprankt? Der hat gesagt, da ist was auf dein Kleid? Okay. Na, der wird nicht solo healen können. Wo mache ich denn den letzten hin? Also wenn er da durchkommt, dann soll er ja schon direkt Damage bekommen. Oder ich mache den letzten einfach zur Sicherheit hier hin, dass keiner durchsprechen kann. Naja, sehr verteilt diesmal. Normalerweise die drei hier unten sind ja eigentlich safe immer. Aber dann mache ich, glaube ich, die letzten immer drei da oben hin, ne? Naja, wir haben den Roadhog, da kann ich selber heilen, ne? Die haben, glaube ich, haben die eine Pharah? Pharah ist immer sehr ärgerlich. Oh ja, die haben eine Pharah. Oh Gott. Da ist einer durchgegangen. Haha, seine Geschütze hat ihn gekillt. LOL, Doppelkill. Komm. Okay, ich konnte denen leider keinen Damage richtig machen. Oh, LOL. Ich habe einen gekillt. Durch Spam Marino. LOL, wie der verkackt hat. Okay, ich muss weg. Wir werden unser Teleporter hinbauen. Und zwar hier hin. So, hoffen wir, dass die Gegner das nicht checken. Oh, einer ist noch frei, ne? Oh Gott. So, ich mach den einfach hier hin, wenn die, wie gesagt, da durch versuchen zu kommen. Das Geschütz ist eigentlich echt ganz ultra witzig. No. Okay, das ist's. Uiuiuiui. Alter, der Teamkill, lol. Das läuft doch schon besser. Ich habe ein bisschen Angst gehabt um mich. Okay, meine Laser sind alle immer noch in Position, außer einer. Und zwar der hier. Ich glaube, die wollten ja auch durchbrechen. Ich mache da einfach nur einen hin. Oh. Zack. Der wollte den extra für Roadhog da hinlegen. Ich glaube, der ist ganz gut, der Tobian. Es gibt immer solche Tobian-Pros manchmal. Genauso wie es solche Reaper-Pros gibt, obwohl Reaper wird schon öfter gespielt als Tobian. Oh weia. LOL! Okay. Ich wollte eigentlich den Eindringling da killen. Aber alle können durch meinen Teleporter weiter, also. Oh, das ist cool noch. Ich werde meine Fehler wieder gut machen. Eine Selbstschussanlage wurde zerstört. Okay, die sind, glaube ich, alle gerade wieder zurückgedrängt worden. Komm, wir machen einmal hier hin. Oh, die haben eine Widow. Hab Dank. 75 mehr Leben ist schon ganz schön krass. Das ist fast 50% mehr Leben für mich.
Ach nö. Ich sehe einfach gar nichts. Lasern. Lasert ihm meine Laser. Deine Laser hat übel viel Damage gemacht bei ihm. Oh oh. Geh weg. Ach, das hat mich erwischt. Lol. Wie die alle wiederbelebt haben. Ich glaube, mein Teleporter ist jetzt ab. No. Lol, was ein Durchbruch. Mein Teleporter ist jetzt erst ab. Fucking no mercy, guys. Ja, das ist nicht so gut, dass wir keine Mercy haben. Aber wisst ihr, was OP ist, Leute? Warte, wo kann ich... Ich glaube, ich kann ihn sogar hier hinstellen, Alter. Reicht das noch? Ich glaube, hier ist sogar immer noch in Ordnung. Die können den einfach gar nicht. Der ist ja in unserem Spawn quasi. Aber ich glaube, das... Guck mal, das reicht bis da hinten hin. What the fuck, Alter? Die Reichweite. Jetzt mal ohne Scheiß. Was ist das für ein Bullshit? Das reicht bis da hinten hin. Und das Ding ist in unserem Spawn, Leute. Die können einfach gar nichts machen. Zack. Okay, jetzt gehe ich weg. Ich habe Angst vor dem Sniper. Oh nö, die sieht mich. Muss ein bisschen laufen. Kann da versuchen hochzugehen, weißt du? Ich habe meine Kraft wieder. Haha. Der Tobian. Ist er tot? Ach, die Senden ist hier hingegangen. Okay. Oh, da liegt eine Mercy. Okay, der ist tot. Hallo. Oh. Von wo? Wo ist das Geschwächt worden? Ach, das Ding ist kaputt gegangen. Hallo. So, erstmal im Jump das Ding dahin knallen. Damit das auch so platziert ist, dass sie das nicht finden können. Oder nicht von außen direkt abknallen können. Nee, die Gegner. Keine Lust mehr. Eine Selbstschussanlage wurde zerstört. Ich kann den 101. Mehr, du Wichser. Uiuiui. Ich halte ihn auf jeden Fall auf, wa? Wo ist denn die Ulti von dem? Okay, da soll herkommen, der Wichser. Der macht mir halt keinen Damage auf der Distanz. Was irgendwie lächerlich ist, weil das ist schon ziemlich nah. Ich werde da nicht hingehen. So. Komm her! Foot, ey. So. Hey, wer hat die kaputt gemacht? Da oben einer, ne? Okay. Aua, aua. Und da unten? Wie ich immer standmäßig schon so einen Schuss auflade. Dieses Ding ist so wertvoll, ne? Das geht einfach unendlich weit. Das ist richtig broken. Also, ich meine, das steht in unserem Spawn. Wie soll die Tracer das aufhalten? Die muss halt in unser Spawn gehen, weißt du? So, geh mal in unseren Spawn, danke. Ah, sie weiß, wo es ist, glaube ich. Ich glaube, sie weiß, wo es ist. Da oben ist jetzt gerade die Action. Komm, ich schicke euch ein Schild dahin. Ich habe den Kraken? Hey, was geht ab? Okay, der ist tot. Oh, oh. Die weiß genau, was abgeht. Die weiß, dass das Ding hier irgendwo ist. Ah, lol. Die hat keinen Bock auf dieses scheiß Schild gehabt, ey. Haha. Sie wusste genau, was abgeht. Trollolol, ey. Das Ding, die Dinger sind hier irgendwie scheiße. Kann ich den da platzieren? Irgendwie hier so dran? Dass wenn jemand hier versucht, durchzukommen? Weil das ist irgendwie bescheuert. Ich habe ja noch kein... Ich habe ja noch gar nicht meine Ulti. Leute, sind da oben irgendwie alle am Fighten? Okay. Ich meine, ich bleib hier einfach safe, weißt du? Hahaha. Ha, ha. Oh lol. Hahaha. Ha, ha. Ich glaube, der wollte zu dir hinfliegen. Okay.
Das war ganz gut. Das lief sehr gut mit Symmetra. Wie die einfach gar nicht mehr wollten. Der letzte Push von denen kam irgendwie nicht. Der macht nur einen Tank. Good job. Okay. So, was spiele ich jetzt? Das ist die große Frage. Reaper? Oh. Reaper? Neuer Favorite Champ von Simon? Von den Simon? Oder lieber Tank? Ja. Wir haben jetzt Tanks. Okay, ich kann sogar Reaper spielen, lol. Ich denke mal, die werden eine Symmetra haben, was ein bisschen kacke ist, weil Symmetra countert mich dann halt logischerweise, wenn ich mich da oben hin teleportiere. Oh, hin teleportieren kann ich, glaube ich, gar nicht machen, oder? Das ist ja so offensichtlich, wenn sich da jemand hin... Erstmal hören die das und dann sehen die das extrem, wenn sich durch der Plattform irgendjemand hin teleportiert. Also werde ich versuchen, rechts herum zu gehen. Also oben ist, glaube ich, keine Option. Vielleicht kann ich aber rechts herum sneaken. Guck mal, ich habe 2 Silber- und Goldmedaillen. Zielforscherzeit, 4 Sekunden. Ah, okay. Hi! Der Eishockey-Skin. Wie auch noch so ein bisschen schwarze Materie aus meiner Waffe kommt, wenn ich baller. Das sieht cool aus. Ich werde relativ schnell wechseln wahrscheinlich, wenn es nicht klappt. Schon ein bisschen risky. Weil wir müssen ja schon den zweiten Punkt einnehmen. Und wenn wir den ersten verteidigen, dann haben die gewonnen. Logischerweise. Und den ersten kann man verteidigen. Wäre nicht das erste Mal, dass das passiert. Okay. Los geht's. Was geht ab? Okay, jetzt können die aber vielleicht rein. Es war auch so ein bisschen eine Ablenkungsmasche. Guck mal, jetzt der Winston und keiner interessiert es. Lol, es interessiert einfach keinen. Okay, jetzt sind sie drauf. Ich glaube, das war gar nicht mal so bad, denn das große Ding ist, die sind ultra abgelenkt gewesen dadurch. Die sind heftig, alle sind dahin gelaufen. Okay, das Geschütz. Oh, das war easy. Ich habe eigentlich nicht viel gemacht. Okay, teleportieren wir uns mal. Hat er mich gesehen? Kommt die? Kommt die? Okay. Okay. Alles klar, das ist leicht. Das mit den. Der Affe hat das auch richtig gut gemacht, ey. Er ist halt als erstes rein und dann konnte ich so ein bisschen nachrücken, weil die halt alle verwirrt waren. Ich konnte nicht viel Damage machen. Aber ich habe den Tobian gekillt, ne? Tobian könnte ich abknallen. Das war halt übel. Die Combo einfach, dass ich super schnell dahin gelaufen bin, also hingeteleportet bin. I love Lever. Oh, die waren ein weniger. Okay. Okay, ja gut. Das war noch mal ein bisschen gemeiner, ne? Das war unser, ne? Oh, Alter. Der konnte ballern. Haha, Selbstschussanlagen. Ja, Selbstschussanlagen. Das war unser einziger Healer in Verteidigung. Und das durchgehen. Komm, der Tobi hat einen guten Job gemacht, ne? Kann man auch mal liken. Ich bin gespannt, auf was für ein Rack ich komme. Matchende, Sieg. Fortschritt. Oh, ich habe Stufe 30. Es gibt uns eine Lootbox, yay. Okay. Komm, zeig mir meinen Rank ab. Ich bin natürlich jetzt nicht mehr auf 2200. Oh, doch, ich bin wieder auf 2200 gekommen, yay. 2207. Nice. Gut, dann würde ich sagen, die letzten Folgen waren alle super, super lange. Dann mache ich hieraus mal eine kurze Folge und wir öffnen nur noch die Lootbox, die wir jetzt bekommen haben.
Zack, gib mir was Geiles. Okay. Das habe ich alles schon. Außer das. Guck mal, Symmetra, die haben wir gerade gespielt. Das ist passend. Ja gut, das war eine lustige Symmetra/Reaper-Runde, aber wahrscheinlich eher Symmetra, denn wir der Reaper-Teil ging ja echt gar nicht lange. Normalerweise kann man auch echt gut mit denen den ersten Punkt verteidigen. Zweite ging dann auch. Eigentlich hat mein Team die ganze Zeit gefightet und ich habe eigentlich nur so ein bisschen die Flanke abgehalten und so. Und ne? Den Reaper habe ich ultra lange beschäftigt, ne, was ja dann zugunsten für uns ist, wenn ich den da beschäftigen kann. Ne? Und die Geschütze konnten immer noch so ein paar Leute abfangen, das war ganz nice. Ich würde sagen, Reaper wird auf jeden Fall in meinen Heldenpool aufgenommen. Muss noch auf jeden Fall trainiert werden, wie alle. Aber ist auf jeden Fall mal ein DD, den ich spiele. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.